Ja, hallo liebe YouTuber, und weiter geht's hier bei unserer kleinen Session wieder. Alleschen. Lass nach rechts, lass da über den Hügel laufen, die Straße im Blick haben. Da haben wir eine bessere Position, falls da jemand kommt. Ja, okay. Ich renne jetzt rüber. Ich auch. Okay, ich sehe da niemanden. Alter. Dein Husten, Alter. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Schuss, der an mir vorbeigesaust ist. Wie kannst du einen Husten mit einem Schuss, der an einem vorbeifliegt, verwechseln? Ja, war das so tschuh. Also das hat sich so eine Art Schuh angehört, dein Husten. Hammer. Lad die Folgen schnell hoch, ich will auch mal sehen, wie das aus deinen Augen aussieht. Ja, Junge, das ist Folge 27 jetzt, das dauert noch. Aber ich werde am Wochenende vermutlich schon direkt 4-5 auf einmal rausklatschen. Ja, weil ich habe meinen Vater, weil ich ja dann bei meinem Vater bin und der überschnelles WLAN hat. Ja, ich werde morgen auch ein paar Folgen gleich rausklatschen können, weil du da ja nicht kannst. Dann renne ich die ganze Zeit ein Latt hoch. Stubbelt. Ja, Samstag zocken wir zusammen. Ich weiß. Nach der Arbeit. Hm? Nach der Arbeit. Ach ja, habe ich dir noch gar nicht gesagt. Samstag muss ich nicht arbeiten. Echt? Ja. Nice, aber ich gehe vielleicht Samstag ins Stadion. Ja, Borussia Mönchengladbach gucken, ihr kleinen Penner. Warte doch, links oben ist ein Haus. Ja, ich seh's. Sollen wir da hin? Alter, da können so ein Heckenschütze sitzen. Sollen wir weiterlaufen oder da hinten laufen? Ich glaube, die Straße führt sowieso dorthin. Lass mal weiterlaufen. Weil die biegt sich da hinten so ab, siehst du das? Ja. Achtung jetzt, ich deck die Straße. Ich glaube, wir sind jetzt bei der nächsten Stadt. Warte ganz kurz. Ich leg mich hin, ich muss kurz auf die Karte gucken. Jo, ich sehe da aber auch keinen. Nee, hä? Wir sind falsch gelaufen, glaube ich. Moment. Guck mal, da vorne gleich auf dem Schild nach, wie die Stadt heißt. Ja, warte, ich guck mal eben. Die jetzt Map Novo oder sowas, warte mal. Map Novo oder so. Hä? Wo sind wir? Die ist auf der Karte gar nicht drauf. Doch, da. Wir sind jetzt in Pavlovo. Das dauert noch ein ganzes Stück, bis wir da sind. Egal. Dann dauert es halt etwas. Aber hier durchsuchen wir dann schon mal die Häuser. Achte auf die Straße. Ja, es ist eine kleine Pissstadt. Komm. Ich bin vor dir, aber... Kopf hoch. Warte, komm mal her. Okay. Stell dich mal vors Schild. Und mach mal den Daumen hoch. War da ein Zombie? Nein, jetzt mach den Daumen hoch, bevor gleich einer kommt. Welche Taste war das? Weiß nicht, musst du ausprobieren. Oder bleib einfach so stehen. Okay. Komm. Das habe ich für den Part auch schon mal ein Screenshot. Da muss ich das nicht wieder alles nachträglich machen. Sollen wir ins grüne Haus da oben dran gehen? Warte, lass in die Kirche. In die Kirche auf jeden Fall. Siehst du das Loch in der Wand? Ja. Rennen wir durch. Jo, und dann ab in die Kirche. Hammer, wie hier überall zwischendurch dann immer mal wieder so kleine Barrikaden liegen. Die Sonne sieht richtig nice aus, Alter. Ja, Mann. Vor allem, wie dann so das Licht hier reingeworfen wird und du vor mir gerade so... Mega. Jawohl, hier sind gute Männer gestorben. Ja. Vielleicht doch Zombies. Wäre geil, wenn er jetzt... Ich glaube, hier waren Sarazar und so auch mal. Kann sein. Komm. Fuck, die Tür da geht nicht auf. Fuck. Außerdem müssen wir den Vordereingang benutzen. Deck das Tor. Kann man nicht rein. Scheiße. Weiterkommen. Okay, du deckst die Straße links, ich rechts. 3, 2, Zombie. Oh, Alter, ich dachte, das wäre jemand. Junge. Mach du den Zombie kalt. Okay, ich nehme die Axt. Ey. Lauf weg, schnapp ihn mir. Der ist down. Alter, wie ich mich erschreckt habe, wie bei Cry of 4, ey. Du deckst die Straße links, ich rechts. Los. Scheint niemand zu kommen. Rechts auch nicht. Ich gehe in das Haus hier rein. Okay, ich gehe in das Beige. Die genau gegenüber. Fuck, da ist ein Zaun vor, leck mich doch. Geh einfach drüber. Ah, das ist ja so ein Maschendrahtzaun gewesen. Ah, okay. Aber ich bin jetzt durch. Ich bin Zombie. Pack die Axt aus, mein Gott. Immer so lange braucht, um die Axt bei mir auszupacken. Ich glaube, die Häuser hier lohnen sich nicht. Ah, der Zombie verfolgt dich, ne? Der kommt gleich bei dir. Ich verfolge den jetzt. Das bin ich. Nein, du siehst doch da einen Zombie.
Ah, jetzt greift er mich plötzlich an. So. Ja, aber das so aussah, als ob du jetzt mir hinterher rennst. Okay, warte, ich komme. Wow. Warte. Ich muss gucken, ob das die Stadt ist, wo wir hin müssen, geradeaus weiter. Bleib mal eben stehen und deck mich. Wie ich immer mal wieder so einen kurzen Schreck kriege, wenn ich kurz deinen Charakter sehe. Oh, da ist ein Zombie. Warte, ich mach den Zombie kalt. Ja, das ist die. Wir müssen jetzt geradeaus. Na, Dave, Lust auf Zombie-Sex. Jetzt komm. Ich bin dabei, Junge. Wir müssen geradeaus. Junge, nicht so offen auf der Straße. Ja, Junge, man kann ja jetzt kaum anders laufen. Warte, ich gehe noch hier in dieses Haus. Okay, ich gehe dann in das Grüne. Hier ist ein Brunnen! Ja. Siehst du doch. Ah, nee, siehst du nicht. Okay. Okay, ich bin hydrated. Sauber, ich trinke auch noch gleich was. Boah, Alter, die Häuser kannst du so vergessen. Ich gehe hier wieder raus. Nein, das ist mein Brunnen. Leck mich. Da. Da. Trink was. Ich bin schon hydrated. Ich check mal eben die Straße hier. Zombie. Nichts, okay. Keine Ahnung, ob ich hydrated bin. Komm weiter. Ich bin hinter dir. Ah, warte, da kommt jetzt der Zombie. Ich bin immer noch hinter dir. Warte, ich pack schon mal die Axt aus. Wie ich das liebe, wenn man so den Schatten von sich auf dem Boden sieht. Okay, ich hab die Axt. Lass mal kurz auf den Zombie warten. Der kommt wahrscheinlich nicht mehr. Doch. Und der läuft auf dich zu und guckt mich an. Badass. Okay, ich komme. Sind wir über. Laufen wir jetzt nicht zurück oder laufen wir doch zurück? Nein, wir laufen nicht zurück normalerweise. Das ist der richtige Weg. Gut. Ich guck nochmal nach hinten. Okay. Niemand. Gut. Okay, steht jetzt auch, dass wir den Ort verlassen normalerweise. Ist das richtig jetzt? Ja. Dürfte richtig sein. Gut. Deck mal die Straße da vorne. Ah, ich sehe aber auch keinen. Ich auch nicht. Ich bin rechts von der Straße. Geh du links. Mir fehlt nur noch eine Gasmaske. Dann sind wir so, dann bin ich so richtig geil ausgestattet. Was denkst du? Sollen wir die Sniper behalten? Anstatt die M4? Ich weiß nicht, je nachdem, wofür man mehr Muni findet, sonst die M4 würde ich eigentlich eher sagen. Ja, ja, aber die Sniper geht halt besser auf Entfernung. Ja, eben. Wenn man eine Schnellschuss-Sniper hat, so wie ich. Also, was der Schnellschuss, aber die man nicht nachladen muss, dann ist das schon geil. Da ist fast jeder nach einem Schuss down. Ja, ja, ich habe ja auch 5 Schuss, Schnellschüsse. Ich glaube, ich habe sogar 10. Ja, ich glaube auch, dass du 10 hast. Jedenfalls so mit der M4, die ist halt auf Reichweite nicht so gut. Sind dabei. Wir gerade an dem Haus hier vorbeigekommen, glaub nicht, ne? Nee, bei dem laufen wir richtig. Jo, ich bin rechts. Hier aber auch jetzt, ich gehe jetzt hier aber auch nicht rein. Ja, ich bin rechts neben der Straße, ne? Nicht erschrecken. Warte mal, was ist das da hinten? Okay, nur ein Baum. Okay, ich komme jetzt mal ein bisschen weiter nach links. Lass über den Hügel laufen. Wie witzig das aussieht, wenn mein Charakter rennt, dann. Alter, es ist so noch ein anderer. Jetzt ist der eine Clan weg, aber ein anderer, aber nur ein Spieler davon. Ich sehe es. Nee. Verpissen sich aber auch wieder viele. WP! Da waren zwei Clans, da sind jetzt beide raus und neuer Clan rein. Ja, allerdings nur mit einem Spieler. Junge, da sind zwei. Zweimal WP, Hyper und Maboy. Hä, wo denn? Ach da! Ja. Ja, Mann. Warte, ich steck mal eben die Straße. Okay. Rechts durch die Bäume am besten. Warte, ich guck mal eben nach hinten. Hinter uns ist niemand. Junge, ich wette, wir hätten voll viele umnieten können, wenn wir zurück nach Elektro gelaufen wären. Ja, oder wir wären direkt gestorben.
Ja, ja. Und außerdem hätten wir noch vorher über Tschernobyl musste, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, ja, oder wir hätten uns einfach vor dem Eingang von Tschernobyl hätten wir uns irgendwo hingehockt. Du läufst gerade den Berg hoch, ne? Ja. Ich find's unnötig, dass man hier nicht sprinten kann. Man kann doch sprinten. Achso, wenn man Berg hochläuft, ja. Aber ich kann im Moment sprinten. Junge, was für einen geilen Blick wir jetzt auf die Straße haben. Wo bist denn du? Oben. Wo bist du? Da! Links von dir bin ich. Ich seh dich gar nicht. Ja, ich bin genau links. Wow! Ich Junge. Hab gesagt, ich bin links. Da sehe ich schon Häuser. Die Aussicht ist richtig nice. Nee, es ist nur ein einzelnes Haus. Siehst du das da hinten? Guck dir an, wie weit man hier gucken kann. Ja, Mann. Siehst du das? Das Haus da unten im Lande? Ja. Ja, ja. Warte, hier ist eine Tankstelle. Ich gehe hier mal kurz rein. Deckt so lange alles. Ja. Ich guck mal kurz nach hinten. Nach vorne. Niemand da. Okay. Ich gehe jetzt rein. Wow. Junge. Scherzchen auf eigene Gefahr, ey. Ja, ja, ich sehe es noch. Irgendwann erschrecken wir uns so sehr, dass wir den anderen abknallen. Ja. So wie Sarazar bei Rust den einen. Ich glaube, ja, ja. Tobi oder so. Da hinten kommt, glaube ich, die Stadt. Ja, das ist die. Die ist auf jeden Fall deutlich größer als die anderen Purzelstädte gerade. Ja, ja, ich sehe es. Hier könnten jetzt auch wieder Spieler lauern, also aufpassen. Ich weiß, vor allem hinten in den Scheunen. Das ist meistens so, immer bei den abgelegenen Häusern. Warte, bevor wir in die Stadt gehen, gucke ich nochmal, wie lange wir es dann brauchen bis zum Airfield. Geil, dann müssen wir nur geradeaus die ganze Zeit die Straße lang rennen, dann an der Stadt Vybor rechts, dann danach links und dann sind wir am großen Airfield. Da ist ein Turm. Ein Turm? Jo. Scheiße. Ja, Mann, mega. Ich guck mal eben nach. Deck mich so lange. Ich guck nach, ob da einer oben drin sitzt. Nee, nee, ich glaube nicht, dass man aus dem Fenster rausschießen kann, oder? Da unten ist so eine Art Elektrizitätswerk oder so. Nee, nee, da ist keiner drin. Warte, ich guck mir jetzt mal die Straßen an. Ich sehe da ganz hinten jemanden stehen, aber das ist, glaube ich, ein Zombie. Wo? Wenn du die Straße runterblickst, dann siehst du ganz hinten so einen schwarzen Strich. Das ist aber, glaube ich, ein Zombie. Der hätte sich schon längst bewegt. Und in der Scheune und der Nähe... gar nichts. Doch, Junge, das ist ein Zombie. Wirst du gleich sehen, wenn du näher kommst. Okay, ich schau mich dann mal in den Turm um. Falls man da rein kann. Man kann nicht rein, okay. Wo bist du? Bist du hinter mir? Ja, direkt hinter dir. Ah, okay. Lass mal da... Siehst du links dieses größere Gebäude? Ja. Das ist da ein Elektrowerk. In Elektrowerken habe ich aber schlechte Erfahrungen gemacht mit Items, die man finden kann. Bleib hier. Das da durch den Rissen der Mauer. Achtung, da ist schon wieder so eine Sniper-Position. Da ist aber niemand. Junge, siehst du das Schild da vorne? Ja. Okay. Ich sehe hier aber auch niemanden. Ich hab Angst. Ich auch. Ja, hier ist Vorsicht gefragt. Vor allem bei den großen Sachen, wo man auch Sachen finden kann. Ey, ist das nicht... Ey, hier wurden Sarazar und so, glaube ich, mal festgehalten, oder? Nee, das war nicht hier. Kann sein, das sieht aus wie, wie ein Tower. Warte, ich renne hier schnell rein. Ich habe mega, hab mega das ungute Gefühl gerade. Hier liegt noch ein Magazin. Ja? Du dir das, ja. Unten rein, 30 Schuss. 30 Round. Nicht die Treppe hoch. Sondern dran vorbei. Achtung, ich stehe dann auch da. Also. Wo bist du denn? Ich habe eine SKS gefunden, ne? Wo bist du? Ja, Junge, ich stehe hier gerade an der SKS. Hier liegt nämlich eine. Ja, Mann! Ich habe eine Gasmaske. Nice. Ah, hier ist das Magazin. Mega nice, Junge. Jetzt bin ich endgeil aus. Naja, aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge dann. Und in der nächsten Folge werdet ihr auch mich mit der Gasmaske sehen. Tschüss, tschüss. Ciao.